Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Harvest Moon Hero of Leaf Willy. Das letzte Mal haben wir uns im Dorf nochmal umgesehen gehabt und ja, Futter haben wir bis jetzt noch nicht gefunden. Ich wollte das letzte Mal eigentlich auch kochen, allerdings, wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob das wirklich Sinn ergibt. Und außerdem hatten wir auch nicht genug Geld, um das überhaupt kochen zu können. Fische konnten wir verkaufen und da hatten wir noch eine fremde Person im Dorf gesehen, die uns begegnet ist, die dann aber anschließend auch im Laden wieder aufgetaucht ist. Zumindest einer davon. Ja, dann habe ich hier noch ein anderes Huhn im Brutkasten gepackt. Ups. Okay, hier sind noch ein paar Tomaten, die brauchen aber noch. Zunächst brauchen wir die Gießkanne, ja. Joa, ich habe mir auch überlegt gehabt, da ich das bei diesem letzten Harvest Moon ja so oft gemacht habe, über bestimmte Themen geredet habe und ja, vielleicht könnte man das dann hier in diesem Harvest Moon ebenfalls setzen und ich habe nicht genug Wasser anscheinend. Moment, erstmal die Richtung setzen. Genau, wir wollten ja auch nochmal gucken, dass wir zu dem Bauernhof gehen, um uns, ja, wie soll man sagen, um uns die eine Scheune genauer anzusehen. Und wer weiß, wann hier die Moorrüben oder was das sein sollen. Ich bin immer noch bei anderen Spielen, dass ich immer auf L und R drücke. Eieieiei, das ist verwirrend. So, ich will mal schauen, was unser erstes eigenes Huhn gerade zur Zeit macht. Ich glaube, wir finden in der Einscheune wirklich Verkauf für Futter. Denn sonst weiß ich gar nicht, wie ich dem Huhn irgendwas geben kann. Gras futtert er nicht, er braucht Körner. Und die bekommt man nur irgendwo, wo man sie kaufen kann. Ganz klar. Und deswegen werden wir uns heute auch mal, also besser gesagt später nochmal die Scheune ansehen. Zunächst will ich aber schon mal gerne meine tägliche Arbeit setzen. Ja, es ist eine kleine Verdienstmöglichkeit. Schauen wir uns doch mal vorher noch oben, es ist ja noch nicht 8 Uhr. Ob hier irgendwas liegt? Liegt da was? Ja, aber das können wir noch nicht aufheben, weil es noch grün ist. Gut, die Bezeichnung grün kann man natürlich jetzt so sehen, dass grün noch nicht reif ist. Aber normalerweise, wenn es grün ist und auf dem Boden liegt, kann es gar nicht reifen, oder? Vielleicht täusche ich mich da auch nur. Gut. Ach, ich komme immer auf Tolk. Gib mir den Job her. Immer schön her damit. So. Ab auf die Eiersuche. Du kommst mir auch nicht so gelegen und das Huhn. Hey, klasse. Ich wollte auch das Ei nehmen, aber ich dachte jetzt, der wird wieder den Huhn vorziehen. Aber gut, das hat wohl doch geklappt. So, was hast du heute zu bieten? Seid ja wirklich fleißig, wenn man sich überlegt, jeden Tag ein neues Ei. Also wenn das bei mir der gleiche Fall ist, dann ja, kann ich gut Geld verdienen. Aber ich weiß es gar nicht, ob das so der Fall ist. Ich hoffe es zumindest, das wäre schön. Und irgendwie gibt der Typ den Hühnern auch nichts zu futtern. Also ich sehe nichts, dass die da irgendwie Futter in den Näpfen haben, aber... Ah, er ist zufrieden mit dem, mit mir. Na schön. Da jetzt ein bisschen Zeit aufgeholt worden ist und wir jetzt Mittagszeit haben, zumindest hier, spricht sich bei mir die Frage, was ist jetzt hinter dieser Scheune? Was verbirgt sich denn da? Futter für die Tiere?
ist der eine Typ, der jedes Mal uns da oben begegnet, eventuell für die Scheune verfügbar? Und verkauft er auch die Sachen? Das sind so Fragen, die ich wahrscheinlich mir oft stellen lasse. Doch, das ist wahrscheinlich ein Laden, der Futter verkauft. Sieht zumindest sehr vielversprechend aus. Ich brauche Futter, Hühnerfutter. Oh, das ist eigentlich recht günstig. Moment. Ich nehme mal ein bisschen mehr mit. 20, das wird, denke ich mal, ausreichen. Was gibt es denn hier noch? Chicken. Ach, diese eine Kugel. Ein Pferd können wir hier kaufen. Eine Kuh können wir hier kaufen. Die Kugel können wir hier kaufen. Ein Huhn könnten wir hier kaufen. Brauchen wir aber nicht. Wir haben ein Hühnchen. Medizin. Und ist das vielleicht Futter für den Hund? Ich nehme mal ein paar mit. Machen wir mal 10 Stück mit. Sehr nett. Was ist denn hier? Achso, das ist die Beschreibung. Der Laden, der sieht auch nett aus. Muss ich schon zugeben. Na schön. Jetzt können wir wahrscheinlich unsere Tiere endlich mal Futter geben. Es wurde auch Zeit. Und jetzt weiß ich auch, wo ich auch ein Pferd herbekommen kann. Wenn ich eine wilde Kuh holen möchte und diese komische Kugel, die mir schon bekannt vorkommt von Harvest Moon 64. Da spiegelt sich schon einiges. Und deswegen werde ich jetzt erstmal hier den Napf füllen. Der Hund, der wartet schon seit Tagen drauf. Nein, das ist... Ach komm. Nein, 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 nein. Stopp, 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 stopp. Was mache ich denn da? Wieso steckst du es denn ein? Hallo? Willst du es nicht da reintun? Oder ist das echt nichts für den Hund? Da steht Futter. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wird sich zeigen. Vielleicht ist das auch Heu, aber... Ja, das kann ich mir auch selber anbauen, finde ich. Ist etwas unmöglich. Warum sollte man das dann kaufen können, wenn man es anbaut? Gut, egal. Wollen wir jetzt erstmal unseren Huhn was geben. Warum hat er jetzt bitte... Warum habe ich jetzt kein Futter mehr für die Hühner? Ich hatte doch 20 Dinger mitgenommen. Er kann doch nicht alles weggenommen. Er hat alle weggeworfen. Es ist unglaublich. Ach je. Ja, ja. Manch einer würde das jetzt als total unnötig sehen. Ich sehe darin, alles ist etwas eigenartig. Ja, ist ein bisschen schwierig zu erklären hier alles. Und erklärt sich alles auch schwierig. Das eine Futter, das habe ich noch tonnenweise, wovon ich gar nichts brauche. Und das, was ich brauche, ist weg. Anscheinend hat er das einfach weggeworfen. Und zwar den ganzen Beutel sogar. Sagen wir mal, die ganzen 20 Beutel. Also, ja. Ist nicht schön. Damit hätte ich aber auch rechnen müssen. Es ist schon ein bisschen kompliziert aufgebaut. Das auf jeden Fall. Aber das ist ja jetzt nicht der große Weltuntergang hier. Wir nehmen noch mal... Ich nehme jetzt mal 10 mit. Das ist jetzt... Sonst wird das mir zu teuer und da habe ich jetzt auch keine Lust. Wenn wir später mal ein Pferd oder sowas haben wollen, dann müssen wir ja schon einiges vollbringen. Das heißt, wir müssen viel verkaufen. Wir brauchen eventuell... hole ich mir noch einen Huhn, aber bis dahin müssen wir uns erstmal mit das begnügen, was wir haben, denn das ist halt so. Ist zwar schade, aber gut. Sehen wir mal der Tatsache, es ist eigenartig. Ich weiß nicht, womit ich den Hund füttern soll. Oder füttert er sich selber, aber womit? Es ist
wirklich, wirklich schwer erklärbar hier alles. So, jetzt versuche ich es nochmal. Ich will ja jetzt nicht irgendwie eine Panik auslösen, aber warum? Oder wo? Wie? Ich hab doch... Oh! Ja, dann habe ich wohl ein bisschen zu viel gekauft. Ich habe das in der falschen Tasche gefunden. Ja, das ist echt ätzend. Komm, egal. Ich denke mal, weißt du was, weil du die ganze Zeit nichts hattest. Oder ich kann nur einen füllen. Na, okay. Dann begnüg dich halt damit. Nehme ich dich nochmal kurz schön auf den Arm. Hoffentlich wirst du schön groß, damit du mir ein bisschen Geld machst. Okay, dann habe ich das jetzt... übersehen. Dann ist das unter den Werkzeugen. Also, ich weiß ja nicht. Items ist ja eigentlich ganz schön und gut. Jetzt haben wir auch eine Menge Heu. Und was sollen wir damit jetzt machen? Wir können es nicht nutzen. Noch nicht. Aber ich werde meinen großen Fang auf jeden Fall verkaufen. Es ist schon ein besonderer Fang. Ich hoffe, der bringt mir auch gutes Geld, denn das war nämlich mein Highscore. Zumindest, wie es hier drin stand. Was kriege ich denn Schönes für diesen schönen Fisch, den ich gefangen habe? Mal sehen. Was haben wir denn hier? Ich kann natürlich noch einiges verkaufen. Ich könnte hier auch... Was habe ich denn hier bei doch nicht? Ich muss aufs Hell. Schade, ich kann denen das Futter nicht verkaufen, dieses eine. Aber gut, 90 nehme ich noch mit hin. Das Ei will ich behalten. Gucke ich mal, ob ich bei dem einen Typen, wo ich es gekauft habe, wieder verkaufen kann. Wäre nämlich nicht schlecht. Vielleicht können wir ja auch selber anbauen und das einstecken und dann verkaufen. Dann hätten wir schon mal zwei Möglichkeiten, Geld zu machen. Zwei oder drei? Also Fischfang, drei Möglichkeiten. Fisch fangen, Obst sammeln oder aber auch Heu anbauen. Wenn das natürlich klappt. Das wäre natürlich auch ideal, denn so hätten wir auf jeden Fall gut und schnell auch unser Pferd. Dass mir die Scheune nie aufgefallen ist. Nicht mal privat, ich glaube es nicht. Nee, ich kann denen das nicht mehr zurückverkaufen. Du bist vielleicht ein Gauner, weißt du das? Was soll ich denn mit dem ganzen Heu machen? Würde ich dir am liebsten auf den Kopf werfen. Aber okay. Nehme ich mit hin. Ist jetzt nicht so wildes. Nicht so schlimmes. Tja, ich würde mal sagen, da wir auch das Heu nicht verkaufen können, haben wir wirklich nur zwei Möglichkeiten. Schade eigentlich. Ach, eigentlich haben wir drei Möglichkeiten. Was heißt? Wir haben schon drei Möglichkeiten. Wir bauen ja auch Obst an und können es verkaufen. Wir können Obst sammeln und verkaufen. Oder aber... Nein, Gemüse bauen wir an und Obst nicht. So. Oder aber, ja, die Eiersache. Die kommt aber noch, oder? Ja, dann wären es vier Möglichkeiten. Oh, meine Güte. Ja gut, aber drei Möglichkeiten sind zu zeit. Ich bin so durcheinander gerade. Ach je. Yeah. Meine lieben Zuschauer. Ja, so kommt das Ganze, ne? Das spielt man ein paar Tage nicht und schon ist man ganz durch den Wind. Ich würde mal sagen, wir gehen auch jetzt mal fischen. Ist jetzt hier Plaza gewesen? Nein, Plaza war da nicht. Wo ist denn jetzt Plaza? War das rechts? Na, siehst du? Ein paar Tage nicht spielen und schon weiß ich nicht, wo es lang geht. Also in der Richtung. Na gut. Und da wir zum Strand gehen müssen, brauchen wir eigentlich uns gar keinen Ort irgendwie in der Sicht raussuchen. Wir gehen einfach geradeaus. Warum sollte man auch einen Weg kompliziert nehmen, wenn man es auch ganz easy und ganz schnell schaffen kann? So eine Angeltour kann ja jetzt bestimmt ein bisschen befreien. Hoffentlich befreit es mich auch vom Kopf. Ja. Ach,
wer bist du denn? Was machst du denn hier? Ich dachte, du bist im Werkzeugladen. Na gut, vielleicht werden wir dich hier noch sehen. Gut. Zum Fischen brauchen wir natürlich eine Angel. Entweder sind eine Menge Fische da oder jemand hat hier zufällig ein paar Dosen runtergeworfen. Wüsste nur mal gerne, warum sie kein Pfand hier nehmen. Das wäre doch mal eine ganz ideale Lösung für die Nutzung der Dosen. Naja, vielleicht ist ja das Harvest Moon Team ja jetzt bei solchen Spielen inzwischen so weit gekommen, dass sie sich sowas schon überlegt haben, Pfandflaschen oder Pfanddosen zu nutzen. Das wäre auf jeden Fall mal eine ideale Lösung. Ach komm. Wetten, der andere war bestimmt ein Fisch. Ich würde lieber nicht wetten. So. Ach, warum kriege ich immer nur die Mitte? Hoffentlich kriege ich jetzt einen Fisch ab. Eins. Zwei. Und drei. Fisch? Jawohl. Schon wieder ein neuer Rekord? Ist okay. Nehme ich mit hin. Fische in der Helligkeit? Ach, was heißt in der Helligkeit? Die Sonne geht gerade unter. Haben wir für die nächste Folge schon was zu verkaufen. Noch ein Fisch. Das sind jetzt schon zwei Fische in einem Part. Mein hoher Rekord in einem Let's Play, zumindest in diesem Let's Play. Aber da kommt ja noch was. Ist mal gerade mal der Anfang hier, was ihr hier seht. Ich habe mal gehört, wenn man natürlich angeln geht, dann ist es am besten im Abend zu angeln. Das hat einfach den Grund, abends kommen die Fische besser raus. Ja, ja. Was ist das? Ein Stiefel. Ja, davon habe ich schon zwei. Ich brauche den nicht. Weg damit. Schon wieder nur in der Mitte. Komm schon. Ein dritter Fisch. Das wäre doch was. Nee, schon wieder nur ein Stiefel. Jetzt habe ich den anderen auch noch gefunden. Ja, super. Oder ist das der, den ich gerade reingeworfen habe? Schon wieder nur in der Mitte. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt die Chancen erhöhen. Entweder war das mal ein Fisch und er wurde von irgendeinem anderen Fisch gebissen. Oder was heißt gebissen? Das war ja kein Gebeiß, was da dran war, sondern der war ja schon abgekaut. Was ich hier alles so finden kann, Stiefel, Dosen, Schuhe. Aber nochmal ein Fisch. So, das soll es aber erst erstmal sein. Wir wollen ja nicht die ganze Zeit fischen gehen. Dafür haben wir ja auch den Sonntag gut über. Den kann man gut zum Fischen nehmen, aber wir können ja auch regelmäßig so ein bisschen gucken. So ein, zwei Stunden, die hier verbringen aus diesem Tag. Jetzt ist schon wieder die Nacht fast eingebrochen. Hey, ich wollte gerade den Herrn ansprechen, aber okay, nehme ich mit hin. Im Großen und Ganzen haben wir ja schon einiges heute sehen können. Oh, ihr schönen Tomaten, bitte bleibt seid in der nächsten Folge schön reif. Das wäre nur zu schön. Was machen eigentlich diese komischen Gartenfreaks oder was auch immer das darstellen soll? Ich will ja nicht sagen Gartenzwerge, auch wenn sie hier im Garten leben und... Naja, sie sind Zwerge. Was soll man dazu sagen? Aber sie sind keine Gartenzwerge. Das ist seltsam. Aber sie stehen hier nur rum und ich kann mich nicht mal hier hinsetzen, oder was? Nö, ich kann nur mit den Leuten reden, aber das ist jetzt unwichtig. Das Wichtigste ist, wir haben
rausgefunden, wo man endlich Futter kaufen kann, aber bis jetzt habe ich noch nicht rausgefunden, ob der Hund sich alleine ernährt. Also, ja gut, der scheint ja noch sehr fit und munter zu sein. Das ist ja schon mal was wert. Was ich auch schade finde, hier gibt es einen Stuhl, aber man kann sich nicht einsetzen. Man hätte es schön machen können, dass man sich auch mal so irgendwo hinsetzen kann. Ich meine, das hat man ja heutzutage selbst schon bei Animal Crossing geschafft, dass man sich irgendwo hinsetzen kann. Warum nicht auch da? Oh, stimmt. Am 11. ist es soweit und wir erleben eines der ersten Festivale und einen Geburtstag von Ronald. Ja, Moment mal. Wer war denn jetzt nochmal Ronald? Hatte ich nicht auch irgendwo ein Buch von dem? Kann man hier nicht auch gucken? Charakterprofil. Da haben wir doch was. Kati, wo haben wir denn Ronald? Ronald. Habe ich irgendwas übersehen? Ach, da oben. Ach so, der hat also an dem Tag Geburtstag. Also entweder wir gratulieren den Ronald an dem Tag oder aber wir gehen zum Fest oder wir machen gleich beides. Ich denke mal, beides ist machbar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da jetzt eine große Feier machen und dann ist die der Tag rum, so wie in dem anderen Harvestmoon oft. Obwohl ich kann mich auch nicht entsinnen, dass ich in der N64 irgendwelche Leute gratulieren durfte. Das ist mir neu. Ja, schön. Haben wir heute einiges mit der wenigstens ein bisschen schaffen können. Ist zwar jetzt nicht so viel, aber zu dem Anfang zu meiner Idee, was haltet ihr davon, über Themen zu reden, von ja, von anderen Sachen auch, wieso ich auch zwischendurch bei Harvestmoon 64 gemacht habe. Könnt ihr ja in den Kommentaren eure Meinung dazu geben. Ja, und wenn es euch gefallen hat, auch, also so weiter, könnt ihr auch einen Daumen geben. Ihr könnt natürlich auch einen Kommentar und ein Feedback hinterlassen. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder hier bei Harvestmoon. Hero of Leaf Village. Ich wollte schon 64 sagen, aber ist gut. Bis dahin, ciao, Leute.